At the buzzer. Oh, he knocks it down! So, moin Sportfreunde. Ja, lange nichts von mir gehört. Habe auch keine Zeit dafür, aber keine Angst, ich komme bald wieder für die paar Leute, die es interessiert. Werde mir in hoffentlich naher Zukunft wieder, habe ich wieder Zeit und werde mir auch wieder Zeit nehmen, was zu machen. Jetzt habe ich hier aber ganz kurz ein kleines Enigchen Unboxing von einem Schuh, den ich immer haben wollte, den es dann nicht gab. Komplett ausverkaufbar, keine Ahnung. Und jetzt auf einmal gab es ihn wieder. Ich habe tatsächlich den Tipp von jemandem auf Instagram bekommen, der mir anscheinend folgt, dass es bei Puma gerade eine Aktion gibt. Und zwar kriegt man die Schuhe da richtig günstig. Das hier ist ein RS Dreamer. Und wie man hier sieht so ein bisschen, also wenn man es weiß, kann man es hier erahnen. Das ist der RS Dreamer von Puma von J. Cole. Sprich, in dieser roten, schreienden Farbe. Und der gefällt mir erstmal ganz gut. Ich will das Video relativ kurz halten, weil ein bisschen soll es so ein Hinweis darauf sein, dass ihr, ich glaube, immer noch Prozente bei Puma kriegt. Und das sind wirklich eigentlich gute Schuhe, weil ich bin zum Beispiel, ich habe ja noch den, ich glaube, der heißt Puma Clyde Hardwood oder so ähnlich. So ein weiß-grüner, gibt es auch ein Video auf meinem Kanal. Mit dem bin ich extrem zufrieden. Die sind eigentlich super schlicht, so auch dieser hier. Das heißt, ihr habt keinen, ich sag mal groß irgendwie Zoom Air oder sonst was. Ihr habt im Normalfall das Pro Foam oder Light Foam, eine gewisse Art von Schaumstoff in diesem Schuh verbaut als Dämpfung. Habt einen, in diesem Fall sieht ein bisschen aus wie so ein Blatt. Ich hoffe, dass man diese durchsichtigen Sohlen sind immer ein bisschen schwer zu sehen auf Kamera. Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. Also das Grip, das Pattern sozusagen, ein bisschen angeordnet wie so ein Blatt. Wenn man auf so ein Blatt drauf guckt, also so ein Blatt, was am Baum hängt. Sieht erstmal sehr, sehr vielversprechend aus. Ich habe absolut keine Ahnung, wie dieser Schuh performt. Ich bin aber der Meinung, gehört zu haben, dass er gut performt. Ich bin original in meiner Größe geblieben, was gegebenenfalls ein Fehler war. Das muss man mal gucken, weil aus unerklärlichen Gründen, und das ist so ein Ding bei Puma, da muss ich mal gucken, wie dieser Schuh hier sitzt. Das ist auch so ein Hinweis an euch. Eine 44, eine Euro 44 für mich ist normalerweise immer meine Größe. Aber eine Euro 44 bei Puma ist eine US 10,5 bei Puma, was nicht sein kann, weil eine US 10 ist eine 44. Deshalb bin ich hier sehr gespannt, wie dieser Schuh sitzt. Ich werde ihn gleich nochmal anprobieren, dann sage ich gleich nochmal was dazu. Aber bevor ich das tue, sage ich euch nochmal ganz kurz, also Material und so weiter von dem Schuh ist in Häkchen zwar günstig, aber gut. Die Dämpfung, wie gesagt, kann ich nicht so viel zu sagen. Grip wird gut sein. Das Grip ist meiner Meinung nach auch für Outdoor geeignet. Und deshalb können wir auch zu der Knallersache kommen. Der Schuh hat mich, glaube ich, 47 Euro gekostet. Und für 47 Euro einen guten Performer zu kriegen, mit dem man auch Outdoor spielen kann, wenn man es will, ist natürlich ein absolutes Brett. Ich probiere ihn jetzt kurz nochmal an, um euch zu sagen, ob ihr gegebenenfalls eine halbe Größe runtergehen solltet. Und ob ich gegebenenfalls auch nochmal gucken sollte, ob ich den nochmal eine halbe Größe kleiner kriege. Weil ich habe daran ehrlich gesagt nicht gedacht, dass Puma dieses ganz komische System hat, aber einen Moment. So, also es ist relativ schwer zu sagen. In der Breite ist der Schuh definitiv eher schmal. In der Länge ist er mir, ich würde behaupten, eventuell einen kleinen Ticken, also halt eine halbe Größe zu lang. Da gucke ich jetzt gleich nochmal rein, ob man den nochmal bestellen kann, dann gehe ich eine Größe runter, weil ich habe in absolut keinem Schuh eine 43, außer in dem anderen Puma-Schuh. Ärgert mich jetzt tatsächlich richtig doll, finde ich auch ein bisschen blöd von Puma gemacht, dass sie da die einzigen sind, auf jeden Fall, die ich kenne, die da so aus der Reihe tanzen. Nichtsdestotrotz ist es mal noch ein absolut genialer Schuh und ich werde jetzt mal gucken, ob ich den nochmal eine Größe kleiner kaufen kann. Ansonsten, mit zwei Paar Socken wird der hier auch absolut klar gehen, da mache ich mir jetzt in dem Sinne keine Sorgen. Aber ich mag meine Schuhe lieber ein bisschen enger, deswegen würde ich euch vielleicht empfehlen, je nachdem wie ihr eure Basketballschuhe tragt, geht eine halbe Größe runter. Ansonsten, Leute, war schön mal wieder da zu sein. Das war's von mir.